Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. In der letzten Folge haben wir das Tor von seinem Fluch befreit, haben uns bei Wulrim ein paar schöne Sachen gekauft und werden nun weiter auf die Suche nach Ultan gehen. Und mal schauen. Wir sind gleich an einem Wegpunkt. Ah, das Ambossfurt. Das sieht doch hier ganz verdächtig aus. Hier irgendwo was versteckt? Ich glaube nicht. Hier im Wasser können wir auch nicht schwimmen, also auch nicht tauchen. Hier haben wir ein paar Autos. Ein bisschen Energie getankt noch. So, wir können das Ding hier benutzen. Diesen Hammer. Und das wollen wir doch mal machen. Na komm schon! Worauf wartest du? Wenn du diese Hände jemals wieder benutzen möchtest, dann solltest du nicht berühren, was dir nicht gehört. Ultan. Du kennst mich also, aber ich kenne dich nicht. Und ich mag keine Fremden. Besonders keine Ungeladenen. Und wer du bist, ist vielleicht nicht so wichtig wie das, was du willst. Ich komme wegen des schwarzen Hammers. Tatsächlich? Nun, du darfst es gerne erneut versuchen. Aber danach solltest du dich hier besser nicht mehr von mir erwischen lassen. Du bist es. Was soll das jetzt? Der schwarze Hammer. Du bist es. Mach, was du willst. Aber lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten. Der dort im Dreck ist weitaus der einfachere von uns beiden. Ja, wir haben Ultan gefunden. Autsch. Und wir werden gleich mal von ihm in die Arme genommen. Und so wie es aussieht... Die Klinge ist groß. Aber ich bin größer. Diese Klinge, die du da hast, ist nutzlos gegen ihn. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Ja... Wir haben es gemerkt, unser Schwert ist absolut nutzlos. Und was werden wir da wohl machen müssen? Wir können ja mal Achtung! Ein Auto an den Kopf schmeißen, aber das Achtung! Bringt's auch nicht. Und ja, wir hatten ja bei Samael was Schönes bekommen. Und das werden wir doch jetzt mal benutzen. Unsere Beeindruckend! Chaosgestalt. Das ist seit Jahrtausenden nicht mehr passiert. Hundert Jahre. Seit Abaddon von uns genommen wurde, habe ich für diesen Moment gebetet. Für deine Verbrechen solltest du in der Weißen Stadt gerichtet werden. Aber bis diese Welt vom Zerstörer befreit ist, bleiben uns ihre Tore verschlossen. Gerechtigkeit kann nicht warten. Ich verurteile dich hier und jetzt! Gerechtigkeit kann warten, bis wir unseren kleinen Disput beendet haben, Mädchen. Man mischt sich nicht in Auseinandersetzungen ein, die einen nichts angehen. Na los, fliegt davon, Täubchen! Sonst rupfe ich euch! Blasphemie! Du bist es, der sich hier auf eine Seite schlägt, in einer Schlacht, die dich nichts angeht! Bitte! Erlaube mal! Das kommt dabei raus, wenn man berührt, was einem nicht gehört. Duck dich lieber!
finden Sie den Eingang zur U-Bahn. Lass die Federn fliegen, Junge! Haut ab, Teufel! Wir werden nicht nachgeben! Dein Ende ist nah! Wir werden nicht nachgeben! Wir werden nicht nachgeben! Ja. Wir sehen jetzt da oben so einen schönen Counter. Das Ganze ist jetzt ein kleiner Wettkampf zwischen mir und Ultern. Haut ab, Täubchen! Und zwar... Drücker, was? Haut ab, Täubchen! Haut ab, Täubchen! Und zwar, wer am meisten Gegner besiegt. Haut ab, Täubchen! Und, ich denke mal, da werden wir doch mal gewinnen wollen, oder? Meine Kissen brauchen eine Füllung! Einmal gefinished. So, hier drüben, wir Fremder! Führen. Ich hoffe, dieser Alte weiß, wohin er geht. Wir sind wegen des Herzens der Quälerin hier. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Ja, ich bin hier. Hierher, verdammt nochmal! Dein Ende ist nah! Mein Ende ist nicht nah und ich muss jetzt hier... Ultern besiegen. Autsch. Der wird ein paar Probleme mit dem Atmen haben in Zukunft. Ah, es ist knapp bisher noch. Jetzt komm schon. Ich will mehr Täubchen. Hat der meine? Ja, spring doch einfach mal da runter, weil genau das macht man so. Kiste, dann nehmen wir uns die Kiste mal eben schnell noch. Ey, ich schubst mich nicht schon wieder runter da. Und ich muss hier immer noch Ultern besiegen. Nicht ich. Ich will mehr Täubchen töten. Du bist langweilig. Okay, ich führe immer noch. Ah, er macht die Tür für uns auf, das ist schön. Ja, ich bin durch. So, jetzt rennen wir nicht wieder das Auto aus der Hand. Schmeißen wir den. Meine Kissen brauchen eine Füllung. Nee, meine zuerst. Oh, Ultern führt, das ist nicht schön. Wir werden nicht nachgeben. Ultern führt schon zu 2 und zu 3. Hallo. Das ist nicht gut. So, was hier jetzt? Hier drüben, Fremder! Ah, jetzt können wir mit ihm was machen. Ah, okay. Dein Ende ist nah. Versuche, dein Ende ist nah. Wir werden nicht nachgeben. Er führt. Wieso kann er dann führen? Ah, komm schon. Stirb. Danke. Ah, der führt immer noch. So, was jetzt? Wo geht's weiter? Komm.
Meine Kissen brauchen eine Füllung. Sollte ich hier die ganze Arbeit machen? Was die ganze Arbeit? Komm, stirb. Mal schneller. Kleine Herz-Lungen-Massage. Ah, Ultan, mach mal langsamer. Ah, jetzt kann ich da den Fahrstuhlschacht hinunter. Machen wir die Kiste hier auch nochmal auf. Einfach nur, weil es eine Kiste ist. Ah, okay. Worauf wartest du? Lass das Ding runter! Ich mach ja schon. So, und jetzt? Ja, komm runter jetzt hier. Oh Mann. Komm schon. Ja, danke. Bleib gefälligst auf dem Boden, wo ich dich... Jetzt können wir nämlich hier die Waffe aufnehmen. Vergeltung. Drücken Sie linke Maustaste für schnelle Schüsse. Drücken und halten Sie rechte Maustaste, um starke Geschosse mit Wirkungsbereich aufzuladen. Ja, die Steuerung ist natürlich jetzt ein bisschen verlangsamt. Nicht nachgeben. Okay, das ist pure Angeberei. Wir werden nicht nachgeben. Für das Licht erledigt ihn. Ja, kommt doch. Meine Kissen brauchen eine Füllung. Dein Ende ist nah. Okay, wir führen wieder. Das ist schön. Ich lass dich auch gewinnen. Schauen, hilf uns hier mal! Führt ihn der Gerechtigkeit zu! Da muss man hier sich echt konzentrieren hierbei. Wir werden nicht nachgeben. Okay, wir führen fast mit 10 Punkten. Dein Ende ist nah. Also diesen Störenfried hier ausschalten. Meine Kissen brauchen eine Füllung! Nein, wieso schmeißt der mich denn da runter? So, und jetzt? Ah, den ganzen Weg wieder. Achtung! So. 38 zu 26, das sieht doch gut aus hier für uns. Hier drüben, Fremder! Wo? Erledigt ihn. Ja, ihr wartet doch auf mich. Dein Ende ist nah. Da. Deine Kissen brauchen eine Füllung. Wir werden nicht nachgeben. Ich lass dich auch gewinnen. Dein Ende ist nah. Wir werden nicht nachgeben. Hier müssen wir auch ein bisschen auf meine Energie achten. Haut ab, Täubchen!
Können wir von dem vielleicht noch ein paar wegklauen, ein paar Kills. Aua! Da bist du. Oh, jetzt kommen immer mehr, oder wie? Dein Ende ist nah. Schnell am Drücker, was? Immer am Drücker. Ultan, ich mach dich fertig. Haut ab, Täubchen! Hinter mir wieder einer. Weg damit. Okay, das ist pure Angeberei. Du bist einfach nur schlecht, Ultan. Gib's doch. Was? Worauf wartest du denn noch? Oh, den können wir jetzt nicht hier mehr mitnehmen. Hier drüben, Fremder! Und weiter geht's. Dankeschön. Hier drüben, Fremder. Einmal Energie geholt. Und weiter. Ja, Ultan, sieht schlecht für dich aus, ne? 52 zu 29. Da kann man sich noch was Schönes holen. Wollen wir da mal eben drüber springen? Ja, komm. Du hast gewonnen. Klare Sache. Kampflehre. Diese Erweiterung erhöht die Geschwindigkeit, mit der Krieg Waffenerfahrung sammelt. Seine Rüstungsstufe wird ebenfalls verstärkt. Die Kiste, ein Zornkern, ein Bruchstück von einem Zornkern. Was? Worauf wartest du denn noch? Ich habe mir hier noch was Schönes geholt, Ultan. Da ist noch eine Kiste, die werde ich mir nämlich auch holen, Ultan. Und du kannst ruhig warten da. Was? Worauf wartest du denn noch? So. Schauen wir doch mal weiter. Ich komme ja schon, Ultan. Ich komme ja schon. Ultan haben wir besiegt. Er hatte keine Chance gegen uns. Schließlich sind wir auch einer der apokalyptischen Reiter. So, da bin ich. Du gehst nirgendwo hin, Reiter. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Abaddon wird gerecht werden. Du gehst nirgendwo hin, Reiter. Ich komme schon außer Puste, wenn ich mir nur vorstelle, sie zu töten. Ich setze mich lieber hin und schaue zu, wie du es tust. Ja, weil du kennst es so eh nicht. Autsch. Machen wir doch einfach mal so. Ja, komm schon, ich mach dich fertig. Mehr hast du nicht drauf? Könnte sein, dass du wirklich der bist, der du sagst. Die Täubchen schienen überzeugt zu sein, aber ich bin es nicht. Also noch einmal. Du kennst mich, aber ich kenne dich noch immer nicht. Die Höhle der Quälerin. Die Quälerin ist dahinter. Musste die Durchlässe versiegeln, um ihre Haustierchen von meinem Hof fernzuhalten. Die kleinen Bastarde kamen immer ohne Einladung, haben sich Dinge genommen, die ihnen nicht gehörten. Ich bin, wer ich zu sein vorgebe. Bringe diese Quälerin um. Vielleicht schaffst du es auch aus diesem Loch heraus. Das wäre Beweis genug. Dann, so verspreche ich, werden wir uns unterhalten. Und jetzt verschwinde von meinem Grundstück, bevor noch mehr Tauben kommen und meinen Hof besudeln. Vernichten Sie die Quälerin. Ja, wir haben Ultan in seinem kleinen lächerlichen Wettkampf besiegt. Wir haben mehr Täubchen getötet wie er. Wir sind jetzt in der Höhle der Quälerin.
was eher wie, keine Ahnung, größeres Gebäude aussieht wie eine Höhle. Aber gut, was wir hier alles sehen und erleben werden, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye!